Ja, okay, die CP gibt euch Rap am Mittwoch, gibt euch das jeden... Ja, chaque mercredi, Rap am Mittwoch. Chaque deuxième mercredi. Chaque deuxième mercredi, le premier et le troisième, Calabash Club à Berlin. Ouais, c'est le truc qui manque à Berlin, c'est le truc qui manque en Allemagne. Gibt euch das, ja. Ça nique sa mère, vas-y, allez. Deutschland, Alter, wir sind jetzt endlich im King-Finale angelangt. Willkommen bei Rap am Mittwoch. Wo ist die Real Society von Deutschland? Wir. Wer hat die geilste Crowd in Deutschland? Wir. Auf jeden Fall hatten wir eine ganz geile Session hier so. Hier und da gab es ein paar komische, interessante Situationen. Das solltet ihr euch reinziehen. Wir hatten eine wunderbare Cypher hier oben. War die gut? Ja. Da hatten wir eine sehr, 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 sehr interessante Vorrunde hier unten. War die gut? Ja. Auf jeden Fall hatten wir auch ein richtig geiles Halbfinale. War das gut? Und dieses grandiose Finale von eben hier oben, war das gut? Yeah! Alles klar, ihr habt jetzt 10 Sekunden Zeit, euch dafür zu entscheiden. Wir zählen bis 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ihr solltet euch auf jeden Fall den ganzen Mist reinziehen bei www.rappermittwoch.tv. Ansonsten guckt das Ganze hier bei AgroTV und der ganze Shit wird euch präsentiert von Stow%. Also los geht's, gib mir ein Oh yeah! Oh yeah! Geschafft haben, vor allen Dingen Atzenkalle, sich hier hoch zu boxen bis ins King-Finale. Also, das, was ihr jetzt hier sehen könnt, ist auf jeden Fall ein ziemlich interessantes Ding. Wir haben hier sehr unterschiedliche MCs. Wollt ihr diesen Shit sehen, dann mach mal richtig Krach, verdammte Scheiße. Atzenkalle, der Herausforderer, der jetzt Champion ist, gegen den lang amtierenden und inzwischen Rekord-King dieser Saison, Fat Cat. Wenn ihr diese Scheiße sehen wollt, gib mir ein Hell Yeah! Yeah. So, du bist der Herausforderer. Du entscheidest, wer anfangen soll. Präsentiert wird euch das Ganze von Stow%. Hab ich vergessen. Kopf oder Tiger? Kopf. Eve, ich liebe dich. Also eben hatte ich noch eine Idee, was ich rappen kann. Und da dachte ich, ich fange mal an. Ja, du willst anfangen, gut. So, Ladies and Gentlemen, wir kommen jetzt zu dieser King-Final-Runde. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr den Leuten jetzt wieder eine Chance gibt, richtig zuzuhören. Das wäre echt nett von euch, weil die haben auf jeden Fall einiges auf dem Kasten und wollen euch eine Show bieten. Also, Atzenkalle soll anfangen, du hast 2 Minuten Zeit. Wenn du ein bisschen vorher aufhören willst, gib mir ein Signal. Wenn du länger brauchst, gib mir auch ein Signal. Seid mal jetzt alle ruhig! Hey. Auf geht's! Okay. Ich bin heute komischerweise im King-Finale. Ich kann gar nicht mehr rappen, weil ich gar keine Stimme habe. Und ich weiß gar nicht, was heute passiert. Um nach der Show deine Mutter zu ficken, brauche ich gar keine 200 Euro von hier. Jetzt haben wir erstmal ordentlich das Niveau gesenkt. Als nächstes wird die Show gesprengt. Yo, wir bieten eine Show und deswegen komme ich jetzt mit so einem krassen Hip-Hop-Mega-Rapper übertriebenem Flow und stelle fest, dass das voll behindert ist. Weißt du eigentlich, all die Videos hier, die landen im Internet?
Also, pass auf, was du tust und blamier dich nicht. Ich kassiere hier nix, ich hab eh schon 200 Euro. Warum sollte ich hier noch weiter rappen? Ist es mir scheißegal. Ich geb meine 3 Runden einfach an Fatcap ab. Denn ich bin nur ein vercrackter Spast und rap nur Kack. Was soll ich jetzt noch machen? Ey, keine Ahnung, was als nächstes kommt. Auf jeden Fall hab ich in diesem Battle gegen diesen Gegner auf keinen Fall eine gute Chance. Denn dieser Typ hat sich ungefähr 3 Wochen vorbereitet, steht den ganzen Abend hier und guckt sich an, wie Atzenkalle sich macht und denkt, oh, den werde ich ganz schön blamieren. Und ich komme auf die Bühne, mach wieder immer nur irgendeinen Freestyle-Scheiß. Meine Freestyle-Rhymes kommen niemals nice, aber irgendwie ist das Publikum immer noch dabei. Und die Crowd mag ich auch, nachher gebe ich erstmal einen aus. Das war übrigens ohne Rechtsbindungswillen. Scheiße. Gut! Fat Cap! Okay, du kleiner, hässlicher, behaarter Penis. Das war gerade eben echt ein bisschen wenig. Und das gegen meine Mama, normalerweise würde ich sagen, das geht nicht. Aber Rap am Mittwoch feiert die eh nicht. Ich hab's ihr aber gezeigt. Ding, ding, ding. Und normalerweise ist diese Fotze nicht einen einzigen geschriebenen Spruch wert. Dieser Lederjacke tragende Fruchtzwerg. Yeah. Schnauze jetzt. Du wirst von mir bei lebendigem Leib vergraben, Motherfucker, und du bist am Ende so wie Feierabend. Yes, bei mir läuft wieder alles mies, heftig, krass nach Plan. Du wirkst ziemlich aufgeregt, ohne aufgedreht, wie ein fließender Wasserhahn. Haha, ich im Gottmodus der Waffen, ich fick alles, cheat, das erst Krieg. Hier sieht's gleich aus wie in einer Tomatenmarktfabrik, du. Schweinenase, wirst von mir geschlagen wie ein Purzelbaum. Liegst am Boden, sieht aus, als hätte alles hingehauen. Ich bumst dich, allein nur mit Charisma, Stärke und lass dich einknicken wie eine durchschnittene Achillesferse. Abräumer-Style. Ich mach reinen Tisch und du hast Pech wie auf italienisch Fisch. Mach mal locker, deine Scheiße reißt mich nicht vom Hocker. Mein Rap schlägt auf dich ein wie paar verfickte NATO-Bomber. Ich beschmeiß dich mit riesigen Betonbrocken und geb dir Schmock in die Fresse wie die Windpocken. Yo. Du wirst zerfleischt wie bei der Raubtür für 3. Mit Jungs wie dir hab ich schon lange abgeschlossen. Haustürschlüssel-Style. Yo. Wie ein Skater, ich geb mir regelmäßig die Kante und fick dich das leicht, wie eine bulimiekranke Schlampe. Oh, oh, oh. Mittlerweile bin ich hier höher gestellt wie eine Kopfnote. Kalle, du bringst es einfach nicht mehr. Arbeitsloser Postbote. Besser suchst du dir gleich eine neue Identität plus Wohnsitz und verbringst den Rest deines Lebens abgeschirmt wie Mary Poppins. Yo. Also weg mit dir, das ist nicht mehr dein Revier. Du wirst von mir blamiert, dein Ego wird kastriert. Ich kann deinen Scheiß nicht ansatzweise akzeptieren und lass deinen Kopf allein per Gedanken explodieren. Boom! Ficker. Yeah, machen wir ein bisschen Lärm für diese erste Runde. Gut. Atzenkalle, deine 1,5 bis 2 Minuten, los geht's. Jo, jetzt wird mein Ego kastriert, aber nach dem Battle siehst du aus wie chemotherapiert. Was machst du rein Tisch und räumst ab? Bist du Kellner oder was? Ich zähl jetzt erstmal nach, wie viel Geld ich jetzt so hab. Ich weiß immer noch nicht, warum die Leute mich lustig finden. Ich find mich nicht so lustig, aber diese Pussy stinkt. Mir auch egal, was ich jetzt noch 1,5 Runden sage. Ey, ich habe jetzt bis zur Uni morgen nur noch Sekundenschlaf. Ich bin schon voll durch und will gar nichts gegen diesen Vogel rappen ohne Pech. Ey, ich bin nicht mit Pech so wie Fisch italienisch. So eine Kack-Wortspiele interessieren keine Sau, du bist nur ein Penis. Es geht ganz einfach, man muss nur irgendwas sagen, irgendwie eine Mimik dazu haben und schon freuen die sich. Guck mal, das ist lustig, weil man braucht nicht mal Reim dafür. Ey, du guckst einfach irgendwas ins Mic und guckst, was mit den Leuten gleich passiert. Die gucken alle jetzt ein bisschen entsetzt. Ich bin auch ein bisschen entsetzt, denn ich bin ein bisschen perplex. Ich fick diesen Depp. Guck dich an, nein, lass es lieber von deinem eigenen Anblick. Kriegst du sicher krasses Fieber.
Und nein, du solltest deine Zahnlücke besser verstecken. Denn sonst kann man in deiner Zahnlücke eine ganze Menge verstecken. Check dieses Battle, ich habe überhaupt keinen Plan. Komm, bring noch ein paar Punchlines und dann haben wir auch hier Spaß. Stopp, gut. So, mach mal ein bisschen Lärm für Atze-Kalle hier für diese Runde, bitte. Und Fat Cap. Ja, meine Antwort. Und Atzenkalle sucht nach einem krassen Rhyme. Ja, ich fühle mich wie ein Kellner. Ich sammle hier die Flaschen ein. Und die Ladies meinen, ey, das ist doch süß, deine Zahnlücke. Und du siehst aus wie eine menschgewordene Schamlippe. Yes, Ficker. Pass doch mal auf. Bla bla bla. Was du da quatscht, ich hab nicht annähernd Interesse. Ich nehme deine Prügel auf, ein auf deine hässliche Fresse. Und die ist blutrot verschmiert, das bestimmt mehr als nur Wasserfarbe. Du bist eine dämlich, eklige, hässliche Kakerlake. Schnauze, fick dich, das ist jetzt die Übernahme. Ich bin der Kammerjäger, du die verfickte Küchenscherbe. Was Rap, Kalle? Du erlebst ein qualvolles Ende. Guck, wie ich dich in die Pfanne hau, brate und wende. Yo, wende, wende wie 1989. Du hast keine Chance, das ist wie Goldfisch gegen Flaggschiff. Ich fick dich. Mein Rap hat die Brennstoffwirkung von einem Kilo Napalm. Scheiß die Wand an. Ich weiß mich in jedem Battle zu entfalten wie ein Stadtplan. Yo, und jetzt mal ehrlich, was macht dieser Idiot da? Mann, dein Rap ist flach und einseitig wie ein Kinoposter. Yo, und du bist nicht Untergrund, nur weil du und deine Homes ab und an an der Kanalisation chillen. Du bist schwul wie Cars. Und ich meine nicht diesen 3D-Animationsfilm. Check. Ich fühle mich ein bisschen von deinem Geplänkel provoziert. Guck, wie ich jetzt und hier an dir ein Exempel statuiere. Statuier, statuier wie ein Skulpturenhändler. Du Fickfresse, siehst aus wie eine Mischung aus Hure und Penner. Mit dir ist es binnen Sekunden sowas von aus. La Coca Nostra, with a smile in my face and my gun in your mouth. Opfer, ich prügel dich ganz einfach grundlos mundtot und du tauchst nie wieder auf wie ein defektes U-Boot. Kein Problem, dich wie einen Pickel auszuquetschen und du kämpfst um dein Leben, händeringend wie Daumen catchen. Yo. Besser probierst du es nochmal von vorn wie ein Deckblatt. Mein Rap ist wie Atzenkalle, wie ein Jurastudent, weil er recht hat. Yo. Yo, yo, stopp. Gut. Boom. Mach mal ein bisschen Lärm für diese zweite Runde, für diese beiden MCs. So, Atzenkalle, du hast es in der Hand, deine letzte Runde. Die Leute wollen es hören. Los geht's. Tu es, tu es, tu es. Yo, Wortspiele kommen hier immer ziemlich fresh raus. Ich bin auf der Bühne, weil ich bin Jurastudent und nehme mir das Recht raus. Es ist wie in der Bibliothek, wo ich den ganzen Tag chill. Und wenn ich dann nicht mehr lerne, dann schreibe ich ein paar Punchlines und chill. Pass auf. Ich habe komplett vergessen, was ich gegen dich sagen wollte, aber scheiß drauf, denn ich bin im Finale heute. Und er ist nur eine Fotze und guckt, wie ich das Mädchen bohne. Er ist seit 10 Stunden schon regungslos und er ist so schwur, ich könnte das Mic so halten. Und wer gegen den noch hetero? Du hast irgendwie so ein T-Shirt, da steht ein Spruch drauf, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, denn du siehst ziemlich schmuck aus. Du bist eine Schwuchtel und kannst gerne im Finale bleiben und deine Skills auch beim nächsten Mal noch zeigen. Mir scheißegal, ich komme einfach nie wieder, hab 200 Euro und leb la vida, Loca. Hier ist Joker, hier bin ich, da ist ne Bitch, das ist Fat Cap, die Frau. Wir sind nicht bei Agro, sondern hässlich TV. Ey yo, check mich mal aus oder check mich mal raus. Ich hab echt keinen Bock mehr und will jetzt nur nach Haus und das am besten mit einer netteren Braut. Soll ich noch was bringen? Hab ich noch Zeit dafür? Kein Plan, was weiß ich. Ich rap nur noch weiter hier, weil irgendwer das tatsächlich sehen will. Aber ich will nur gar nichts. Nur nach Hause. Chillen. Okay, danke schön. Ja, das ist der ignoranteste Style, den Rapper Mittwoch hier erlebt hat. So, Fat Cap! Deine letzte Antwort. Soll ich noch einen machen? Ja, du einen musst. Mach okay, ja, mach du musst. Ich guck mal. So, grab tief, grab tief, grab tief. So.
Da. Okay, ihr wollt Atzenkalle rappen sehen, ich hab krass was dagegen. Ich rap ein paar Bars und du fällst zu Boden wie prassender Regen. Jetzt versucht er mich zu irritieren. Ja, yeah, mit seinem Sticker. Und du fällst zu Boden wie prassender Regen. Motherfucker, ich komme der Einschlagskraft deines Kometen und klatsch dich wie ein Liter Tee frisch gepresste Engelskrompeten. Motherfucker, du hast mich echt rausgebracht, du Fotze. Lass dich nicht mehr hören, los geht's. Spaß, du stinkst mehr als eine verweste Leiche. Dein Rap ist arm wie Elle und Speiche. Check. Merkst du nicht, dass du gefickter als Nutten im Puff bist? Mann, du bist nicht lustig, du bist am Ende wie ein Schlusspfiff. Spaß. Am letzten Bundesligaspieltag, ich mach aus dir Biatch, hier einen Döner-Kebab. Deine Rap-Scheiße ist nicht mal der Rede wert, Honk. Du bist der Neun-Finger-Joe im Sägewerk. Du hast mehr als schlecht abgeschnitten. Du spielst maximal noch die Rolle eines Statisten. Du wirst von mir in Schleudertrauma durchgeschüttelt. Du hast den Shit hier provoziert. Abführmittel. Behinderte Fickfresse, Schnauze, also halt mal dein Schnabel oder du liegst gleich unter der Erde wie Glasfaserkabel. Yo, Fotze. Du dämliche Tunte, das ist hier ein Rundum-Kahlschlag. Deine Fresse sieht danach verwüsteter aus als die Sahara, Bastard. Und dein Traum vom King schwimmt dahin wie Unterwasser-Seepferde. Fick dich, denn ich hab den Überblick wie 200% Seestärke. Du Dreckshobbit, wirst von mir geschlagen wie Sahne. Mein Rap, das ist der dopeste Shit wie schwarzer Afghane. Ich fick dich. Mega Spaß und braucht es auch gar nicht groß erläutern. Ich lass meine Arbeit einfach Früchte tragen. Obstverkäufer. Du hast meine Frau. Du hast voll einen an der Klatsche. Deine Frau fick ich nicht. Nicht mal mit Schutzanzug und Atemmaske. Das ne dick, dreckige, hässliche Fettsau mit Speckbau. Für dich sieht's grad düster aus. Wie ein Tumor an der Netzhaut. Yes, yo. Denn ich geh dir an den Hals so wie ne Krawatte. Atzenkalle quatscht nur Kacke wie Mrs. Krabappel. Ich prügel, mit dir könnt's gleich vorbei sein wie nach ner Herzattacke. Ich prügel den Kopf dieser Laborratte auf die Marmorplatte, bis die Marmorplatte durchbricht und der Klügere nachgibt. Was King-Titel? Von mir kriegt die Hure nen Arschtritt. Yeah! Yo. Wir haben es geschafft! Mach mal Lärm für diese beiden MCs! Das waren auf jeden Fall mal ein paar Punchlines so. Ja, gut. Tut mir leid so. Es liegt in eurer Hand so. Hier hatten wir auf jeden Fall hast du dein Bestes gegeben. Du hast dein Bestes gegeben. So, ihr solltet auf jeden Fall jetzt weise entscheiden. So, es geht um sage und schreibe die Verteilung von 600 Euro. Ich hol mal kurz die Kohle raus. Gib ihm am besten alles. Das ist die spendabelste Cypher Deutschlands, die das Geld auch tatsächlich gibt. Ja. Das sind nur wir, die das machen. So, seid ihr bereit, eine Entscheidung zu treffen? Dann gib mir ein Oh yeah! Oh yeah! Wollt ihr diese Entscheidung weise und gerecht treffen? Gib mir ein Hell yeah! Hell yeah! Ah ja, ihr seid nice. Gut, dann möchte ich eure Hände sehen für den MC, der angefangen hat auf meiner linken Seite. Ja, du hast ja angefangen. Ich möchte eure Hände sehen für Atzenkalle. Respekt für Atzenkalle. Respekt ist auf jeden Fall da. Ich will eure Hände sehen für den King, für Fat Cat. Geil. Der King ist und bleibt der King, Ladies and Gentlemen. Mach mal What the fuck? Geil. Aber für diese großartige Leistung gibt's für dich 200 Euro. Willst du irgendwas sagen, Alter, an die ganzen Hater und die ganzen Motherfucker? Alles eure Schuld, alles eure Schuld. 400 Euro gibt es für dich, 100, 200, 300, 400, willst du irgendwas sagen an die ganzen Leute da draußen, Alter? Ja, danke schön, aber langsam, ey, es wird echt anstrengend, aber es ist geil, es macht Spaß, Bombe. Willst du irgendwelche Leute herausfordern, die du gerne mal bei Rapper Mittwoch sehen würdest, dir den King-Titel streitig zu machen? Ja, also die Großen fehlen halt noch, wa? Sag, ja. Nenn mal ein paar Namen. Liquid Walker, Tiesta, Gia, das sind die Leute sehen wollen. Auf jeden Fall. So. Wenn ihr Bock habt, dass diese ganzen Leute auch hierher kommen, dann müsst ihr die auch fordern. Ihr müsst denen an die Pinnwände schreiben. Ihr müsst denen sagen, ey, hier ist ein King. Und ihr solltet versuchen, den herauszufordern. Facebook, Pinnwände, ihr wisst, was ich meine.
Und nun senden wir alle zusammen unsere wunderbare Hook. Los geht's. 2, 3, was geht? Ey, Rapper Mittwoch, kommt alle mit doch. Wenn ihr nichts mit Hip-Hop am Hut habt, müsst ihr gehen. Rapper Mittwoch, kommt alle mit doch. Wenn ihr nichts mit Hip-Hop am Hut habt, müsst ihr gehen. Rapper Mittwoch, kommt alle mit doch. Wenn ihr nichts mit Hip-Hop am Hut habt, müsst ihr gehen. Alle Rapper Mittwoch, kommt alle mit doch. Wenn ihr nichts mit Hip-Hop am Hut habt, müsst ihr gehen. Ich sag Fett, ihr sagt Cap. Fett, Cap, Fett, Cap. Ich sag Atzen, ihr sagt Kalle. Atzen? Kalle. Atzen? Kalle. Ich sage Rappam, ihr sagt Mittwoch. Rappam? Mittwoch. Rappam? Mittwoch. Ich sage Hip-Hop, ihr sagt Musik. Hip-Hop. Musik. Hip-Hop. Musik. Deutschland, Alter, wir sind hier bei Rapper Mittwoch und wir kommen gleich zu den Interviews. Das Ganze wird euch präsentiert von der Wodka Lounge Berlin. Wir blenden das hier unten gerade ein. Da gehen wir auch auf jeden Fall immerhin zum Public Viewing. Wenn ich mich nicht irre, findet das sogar heute statt. Genau dann, wenn ihr das hier alles bei AgroTV guckt. Also hoffentlich sehen wir uns heute Abend. Kommen wir zu unserem großartigen, prominentesten Produzenten-Feature, den wir bei Rapper Mittwoch bisher je hatten. Mal sehen, vielleicht ist der Nächste, der danach kommt, wir wissen es noch nicht. KD Supir, Alter, wie war das heute für dich hier, Leute auf deinen Beats zu sehen? Es war geil auf jeden Fall, so ein paar andere Leute waren auf meine Beats zu hören und so auch im Freestyle und so, es war sehr interessant. Ich habe gefeiert und ja, mein Rapper Mittwoch immer wieder ein Vergnügen, Alter. Aber da kam ein anderer Beat, den ich von irgendeinem Song kenne. Ja, die Stadt überhaupt. Genau, Alter, das ging richtig geil ab. Auch im Video dabei. Ja, genau, dann mach ich's. Alle nochmal das Video gucken auf YouTube, die Stadt überhaupt mit Megalozilla, Said und Serafinale. Yeah. Cool, ja, ne? da war ein dabei, eigentlich nur der Stadt überhaupt Beat. Alle anderen waren so exklusiv so für Rapper Mittwoch jetzt halt. Und das war geil zu sehen, wie auf einem eigentlich Beat, den die Leute nicht kennen, auf einmal trotzdem so Energie durchgeht. Ja, weißt du, das ist Qualität. Die gingen ab auf jeden Fall, war super. Wo findet man dich, falls man zu dir Kontakt aufnehmen will? So, Facebook, Twitter. E-Mail, also Facebook, blenden die hoffentlich alles ein. Facebook / KD Supir. Facebook / Superior. Twitter / Superior. E-Mail, ja. Cool, sage ich euch Bescheid. Wir blenden das alles ein. Außerdem bieten wir ja bei Rapper Mittwoch TV, unserer eigenen Homepage, ja auch die Möglichkeit an, so Profile anzulegen. Und ich glaube, das wäre für dich auch ganz geil. Hast du Bock drauf? Sehr gerne. Check das ab, Alter. Rapper Mittwoch TV, KD Supir, Alter. Rapper Mittwoch bei AgroTV. Wir kommen hier zu dem großartigen King-Finale zwischen Atzenkalle und dem immer noch King Fat Cap. Fat Cap, Digga. Also Atzenkalle, du hast dich auf jeden Fall richtig mies hochgekämpft bis ins King-Finale mit deiner absolut Ich-hab-null-Bock-Attitüde, so wie immer. Ja? Und hast es bis hier oben geschafft. Wie erklärst du dir das eigentlich? Ja, ich weiß nicht, das zieht irgendwie. Ich kann mich eigentlich nur entschuldigen dafür, dass ich dann im Finale so überhaupt keine Ideen mehr hatte. Aber es ist halt auch schwer, wenn man so den ganzen Abend irgendwie seine letzten Reserven rausholt so und immer versucht, eigentlich rauszufliegen, aber das klappt dann nicht. Ja, geil. Ja, also ich sage, ich bin heute so weit gekommen, weil ich nicht gut war, sondern die anderen schlechter. Ja, das kann man so sagen. Ja. Und er war besser und deswegen hat er gewonnen. Das ist halt so gerecht. Ja, doch. Er war besser als die anderen, aber nicht gut. Bei dir ist es immer schwierig zu identifizieren, was jetzt genau Freestyle ist, was jetzt genau komplette Bars sind. So, sag mal was dazu. Wie ist das bei dir? Wie machst du das? Bei mir sind eigentlich immer bloß, wenn die ersten 4 Freestyle und der Rest ist alles Text. Und Freestyle ist dann nur noch, wenn ich rauskomme. Ja, wie eine Punchline von dir, wie ein vertrottelter Schneider, der seinen Faden verliert. Du kommst immer wieder zurück auf deinen Faden. Ja, das ist aber auch die Kunst. Kunst. Genau. Und einmal bin ich ja echt rausgekommen. Er hat ja irgendwelche Faxen gemacht mit seinem Sticker und seinem Himmel. Genau. Und das hat mich rausgebracht und dann happerst du und dann musst du wieder reinkommen. Doch, es ist auch eine ganz einfache professionelle Konzentrationssache. Ne, und das bläue ich immer meinem Rooster ein, meinem Rap-Rooster, dass sie konzentriert und bei der Sache bleiben sollen und den Ball und den Faden vor allen Dingen nicht verlieren dürfen. Ne? Und das können die beiden super, das beherrschen sie einfach. In meinem Camp, das sind wie Profifußballer. Ja, sie können passen, sie können schießen, sie können laufen, sie können Einwürfe werfen, sie können alles. Sie können sogar Schiedsrichter sein, wenn sie... Und Eckbälle stoßen. Und ja. Auf jeden Fall. Schöne, große Punchline-Dichte. Auf jeden Fall. Wird immer besser und das ist einfach auch das Ding, worauf ich stehe. So, ich sag auch immer, im Battle ist das Wichtigste die Punchlines. Alles andere sollte danach bewertet werden. Wenn irgendwie zwei MCs
line-mäßig auf demselben Level sind, so, dann kann man vielleicht die anderen Kriterien irgendwie noch mehr Beachtung schenken. So. Aber die Punchline-Dichte war auf jeden Fall sehr stark. Atzenkalle hat auf jeden Fall einen großen Hochkämpfer-Bonus verdient, aber keinen Freestyle-Bonus diesmal. Deshalb, das war auf jeden Fall wieder zu sehen im Publikum. Genau, diesmal auch. Und die Leute auch jetzt, die gerade bei AgroTV, die dann immer einschalten und sich die ganzen Vorrunden gar nicht angucken, die sollen aufhören, den Leuten zu unterstellen, nur weil die irgendwie Texte rappen oder eine geschriebene Punchline kicken, dass es schlecht wäre. Weil es gibt keinen Rapper im A Cappella, der nicht freestylen kann. Sowas gibt es nicht. Es gibt keinen, der da hochkommt. Sonst würde er gar nicht durch die ganzen Vorrunden kommen. Alle Rapper, die sich nicht trauen zu freestylen, kommen hier gar nicht erst her. Wenn ich das alles mal, was der Herr Tiester gesagt hat, mit einem Begriff belegen darf, das ist kommerzielles Entertainment. Und das ist egal, ob man sich jetzt lyrisch darauf vorbereitet, indem man Texte schreibt oder indem man improvisiert, wie man so schön sagt. Hauptsache, es hat eine gewisse Qualität, die den Zuschauer an der Leine hält. Also der Zuschauer muss unterhalten werden, der Zuschauer muss ein Interesse haben an dem, was der Rapper macht. Und es ist egal, ob es improvisiert oder dezidiert vorbereitet ist. Darauf kommt es an. Sie haben auch heute Harris, ja, zu Rapper Mittwoch gebracht, kann man sagen. Ja, ja, also erstmal ins Geschäft gebracht, generell in dieses Rap-Geschäft und Musikgeschäft. Es ist eine lange anhaltende Arbeitsbeziehung, die wir pflegen. Und ich habe ihm von der Veranstaltung erzählt, also ich muss ihm gar nichts mehr erzählen, er kannte die Veranstaltung schon, weil sie so bekannt ist. Und ja, ich habe ihn eingeladen. Naja, ich habe ja schon mit den meisten Leuten gearbeitet, ne? Also die Leute, die wissen natürlich, wer ich bin, für was ich stehe, ein Mann, ein Wort. Und also ich bin ja ein Name in der Branche, von daher, wenn ich sowas hier wie Rap am Mittwoch auf die Beine stelle, dann ist klar, dass die ganze Szene daran interessiert ist und dass die Szene sich daran beteiligen will. Also siehe, Kool Savage zum Beispiel, auch ein sehr guter Kollege von mir. Und da sind noch einige bekannte Rapper im Gespräch, die vorbeikommen. Und wie zum Beispiel Chef Koch, das ist auch ein sehr talentierter, überaus hochbegabter Rapper, der jetzt bald sein Album rausbringen wird auf meinem Label. Und ja, also ich sorge dafür, dass es immer frischen Wind gibt und dass gute Rapper hier an dieser Veranstaltung teilnehmen. Auch bekannte Rapper. Ne? Harris, du standst neben Harris, ne? Doppelt so groß wie ich. Erstmal das und der war bei mir unter Vertrag. Und wenn du bei mir unter Vertrag bist, dann stehst du auch mal neben Harris, ne? Vielleicht ist es ja so, dass wenn man bei ihm unter Vertrag bleibt, irgendwann ein junger MC kommt und dann sagen sie, standen sie mal neben Atzenkalle. Das wird ganz sicher passieren. Das passiert heute schon ständig, ja. Die Leute kommen an und sagen, ich unterschätze das immer. Also den Esprit oder vielmehr das Prestige, ich habe die Wörter gerade verwechselt, den mein Label hat, das unterschätze ich selber. Aber er hat schon sehr viele Fans, weibliche, männliche, und das wird wachsen. Okay, Deutschland, so, das ist Rapper mit. Moment, ja, also das ist ja mein Moment. Also wie schon gesagt, ne? Also, Deutschrap ist scheiße, aber hier wird er von Tag zu Tag besser.